Ja, hallo Freunde und willkommen zurück. Hier haben wir noch zwei Schmuckstücke von Atelier OD, die wir uns jetzt noch schnell anschauen. Das genaue Kartons. Da sind wirklich zwei Hammerteile. Hier haben wir nämlich aus ein Griffstück eine Kombination aus Mokume und aus fossilem Koralle. Also keine Panik hier mit den Naturschützern. Das ist nicht hier das abgeholzte Great Barrier Reef. Nein, das ist fossil, versteinert, stabilisierte Koralle. Das ist so abgefahren. Irre. Das ist natürlich auch ein Naturmaterial mit Einschlüssen, mit Unregelmäßigkeiten. Sagenhaft. Mokume, Bolster und eine herrlich, Damastklinge. Irre. Platin, Feilberg, auch eine Damastfeder. Wahnsinn. Das ist allerfeinstes Kino. Französische Handwerkskunst vom Feinsten. Ja, die Kartonsdeckel sind auf Presspassung hier drauf produziert worden. Muss man schon keine Angst haben, dass hier was von allein aufgeht oder rausfällt. Und hier haben wir noch ein schönes Stück. Was haben wir hier? Fett, Carbon, Carbon Fiber und Mammut. In dem Fall natürlich auch fossil. Wow. Sehr cool. Vorne und hinten Mammut. In der Mitte Fettcarbon. Auch wieder schöne verzierte Platin. Und auch hier eine Klinge aus Damaststahl. Also ihr seht, es muss nicht immer ein Standardlagiol sein. Hier gibt es ganz andere Geräte. Irre. Jedes Modellstück einzeln, selbst wenn er gleiche herstellen würde, ersetzt mit Pins hier immer noch die Uhrzeit der Fertigstellung ein. Und das sieht man dann hier, ne? Und dass der Stundenzeiger ist, dann hat er das hier so, ja, was ist das hier, so um 10 Uhr oder 10 Uhr fertiggestellt. Das ist halt so wegen seinem Markenzeichen. Indem er Pins in die Griffe einsetzt mit Fertigstellungsdatum, zeichnet so noch auf dem Zettel. Ja, hier steht es ja. Wer lesen kann, ist ganz klein. Vorteil, ja, gut geraten. Daneben steht es. 10 Uhr, genau. Das ist halt so seine Macke. Aber finde ich cool. Macht jedes Messer außergewöhnlich. Einmalig. Es sei denn, er würde genau zwei Modelle fertigstellen zur selben Zeit. Aber da er viel auf hier Naturmaterialien einsetzt, ist halt doch auch jedes Ding wieder mal anders, es sei denn, er nimmt halt irgendwie so ein Stück Mekata oder G10 und selbst Holz ist ja jedes Mal wieder was anderes. Thomas Bier, ein Künstler seines Zeichens. Sehr coole Messer, sehr coole Messer. Stramme Feder, sitzt schön mittig. Hier haben wir nochmal noch schwarze Fieberunterlage drunter. Stramme Feder. Toller, kräftiger Damaststahl. Mammut, Fett, Carbon. Ganz neues, modernes Material kombiniert mit uraltem. Einfach genial. Oder hier, das ist natürlich schon der absolute Wahnsinn. Fosside Koralle. Was haben wir hier? 9.55 Uhr. Genau, sieht man hier, ne? Auf der 9 und hier 5 vor 12. Boah, das Ding hat ganz schön Gewicht. Ich glaube, dieses Mokume ist extrem schweres Material. Sehr schön, hier sind jetzt keine Fieberunterlagen drunter. Irre. Extrem cool. Wow. Zwei absolute Sammler-Sahne-Stücke. Klasse. Französische Messerhandwerkskunst. Vom Feinsten. Okay, Freunde. Hier schon mal danke für das Video.
das reinzappen. Wir werden kommentieren. Schreibt mal drunter, was gefällt euch besser. Fett, Carbon, Mammut oder Mokume und Koralle. Also, ciao Freunde, macht's gut. Bye bye.